Als ich begann, Musik zu machen, vor dieser Band stellte sich die eine Frage: Welches Instrument will ich lernen? Was würde gut zu mir passen? Und so entschied ich mich für eines mit Tasten. Hatte 2 Jahre Keyboard-Unterricht, doch die Keyboarder blieben lieber unter Sicht. Denn auch wenn es mir peinlich war wie meine alten Sandalen, musste ich die Tasten, um sie mir zu merken, anmalen, damit ich immer weiß, wo ich drücken muss. Sind die Tastaturen bunt geblieben bis zum Schluss? Irgendwann hab ich gewusst, das kann es nicht sein. Und neue Instrumente redeten auf mich ein. Nimm mich, nein mich, nein mich. Doch all die komplizierten Dinger wollte ich einfach nicht. Keine Notenschlüssel lernen, keine Tonleitern aufbauen. Ich wollte einfach irgendwo draufhauen. Und das hier ist mein Schlagzeuglied, in dem es nichts außer Schlagzeug gibt. Okay, vielleicht ein bisschen Bass, so eine wäre wohl zu krass, aber dann war's das. Aber dann war das. Und das hier ist mein Schlagzeuglied, in dem es nichts außer Schlagzeug gibt, weil dieses Mädchen ihr Schlagzeug liebt. Und es geht bumm, klatsch, bumm, klatsch. So eine Geige ist was Schönes, ein so schönes Instrument. Was ist schöner? Ich sag's euch. Schlagzeug. Eine Oboe ist was Schönes. Ein sehr schönes Instrument. Was ist schöner? Ich sag's euch. Schlagzeug. Ein Fagott ist was Schönes. Ein sehr schönes Instrument. Was ist schöner? Ich sag's euch. Schlagzeug. Und das hier ist mein Schlagzeuglied, in dem es nichts außer Schlagzeug gibt. Okay, vielleicht ein bisschen Bass, so eine wäre wohl zu krass, aber dann war's das, aber dann war's das. Und das hier ist mein Schlagzeuglied, in dem es nichts außer Schlagzeug gibt, weil dieses Mädchen ihr Schlagzeug liebt. Und es gibt